Hallo zusammen. Es wird mal wieder Zeit für ein neues Abenteuer mit Eduard Speck von John Saxby. Deutsch von Sibylle Gräfin Schönfeld. Der Besuch. Im Nu hatte sich die Neuigkeit auf dem ganzen Scheffelhof verbreitet. Sie war so aufregend, dass selbst Titi Eichkatz keinen mehr gefunden hatte, dem er sie unter dem Siegel der Verschwiegenheit hätte anvertrauen können. Alle wussten schon Bescheid. Eine Schweinedame kam zu Besuch. Wahrscheinlich für etwa 3 Wochen, hatte Eduard Speck leichthin gesagt. Er habe, wenngleich zögernd, eingewilligt, ihr die alte Bretterbude gleich neben seiner Residenz zur Verfügung zu stellen. Mir ist berichtet worden, sie sei noch jung und ziemlich niedlich. Wenn sie sich angemessen eingerichtet hat, werde ich sie herumführen und euch die Dame vorstellen. Aber ich denke doch, dass sie die meiste Zeit mit mir verbringen will. Ich hoffe von Herzen, dass sie mir etwas Ruhe und Frieden lässt. Manche Jungfräuleinchen finden ein älteres, gesetztes Schwein ja unwiderstehlich. Wie heißt sie denn? Hatte Gregor der Kater gefragt. Begonia Trampel, hatte Eduard geantwortet und war dabei so tiefrosa geworden wie eine Rosenknospe. Jetzt lag er in seinem Stall und träumte. Es war ein heißer Sonnentag. Er und Begonia streiften Hand in Hand durch das kniehohe Gras, durch Butterblumen und Margariten, und Begonia blickte mit großen braunen Augen schmachtend zu ihm empor. »O Eduard«, hauchte sie, »ich habe ja nicht geahnt, dass ein Schwein so klug und so...« »Steh auf«, sagte da eine laute Stimme. Eduard fuhr zusammen. »Das musste eine Sinnestäuschung sein.« »Steh auf«, sagte die laute Stimme abermals, viel lauter und barscher als das erste Mal. Eduard schlug ein Auge auf. In der Mitte seines Stalls stand eine gewaltige Sau mit mäkeliger Miene. »Wer bist du?« fragte Eduard. »Ich bin Begonia Trampel. Du kannst Begonia zu mir sagen«, erwiderte die Dame energisch. Eduard lief ein Schauer über die Schwarte. »Und jetzt hoch, hopp, hopp«, befahl Begonia. »Hol dir einen Besen.« »Einen Besen?« fragte Eduard. »Wozu brauchst du einen Besen?« »Ich brauche keinen Besen. Du brauchst ihn«, erwiderte Begonia. »Du brauchst ihn dringend, um die unglaublich verdreckte Bretterbude nebenan zu säubern.« Sie schaute sich um und fuhr fort. »Hier sieht's allerdings auch nicht viel besser aus.« »Aber«, stammelte Eduard, »los, komm, hier ist ja schon der Besen. Raus mit dir und an die Arbeit«, sagte Begonia, und ehe Eduard wusste, wie ihm geschah, stand er draußen vor seinem Stall und glotzte die windschiefe Bude daneben an. Eine gute halbe Stunde hatte Eduard den Besen geschwungen, aber sehr sauber war es davon nicht geworden. Das Putzen und Fegen war noch nie sein Fall gewesen. »Damit muss sie sich eben zufrieden geben«, dachte er. »Ich habe sie ja schließlich nicht eingeladen und gebeten, bei mir zu wohnen.« Er kehrte zu seinem eigenen Stall zurück und versteckte unterwegs den Besen in der Hecke. Doch als er seine Behausung betrat, traute er seinen Augen nicht. Begonias Besitztümer lagen überall verstreut, und Begonia lag dort, wo sonst er zu legen pflegte. »Was bildest du dir eigentlich ein?« fragte Eduard, als er sich wieder halbwegs gefangen hatte. »Ich ruhe und wünsche nicht gestört zu werden«, erwiderte Begonia, ohne auch nur die Augen aufzuschlagen. »Aber das hier ist mein Stall«, stellte Eduard fest. »Nichts dagegen einzuwenden, aber solange ich hier bin, werde ich ihn benutzen«, sprach Begonia Trampel. »Du glaubst doch wohl nicht, dass ich in diese Drecksbude nebenan einziehen werde, oder?« »Willst du damit etwa sagen, dass du mich dort hast ausfegen lassen, damit ich selber einziehen kann?«, fragte Eduard ungläubig. »Aber selbstverständlich«, erwiderte Begonia, »und nun möchte ich gerne ruhen. Gute Nacht.« Eduard wankte benommen ins Freie. Es gab nur eine Erklärung für das, was ihm soeben geschehen war. Der Traum, den er geträumt hatte, war noch nicht zu Ende. Er hatte sich nur in einen Albtraum verwandelt. Er träumte immer noch, er konnte noch nicht wach sein. Er kratzte sich wie wild, aber das änderte auch nichts an der Sache. Er war wohl wirklich wach, und wenn das so war, dann gab es nur eins: Sie musste weg. 3 Wochen würde er auf keinen Fall mit ihr aushalten. Eduard Speck, das arme Schwein, versank in tiefes Nachdenken. Doch dann begann er zu grinsen und trottete zu der Eiche neben dem Gatter hinunter, wo Titi Eichkatz wohnte. Titi steckte den Kopf neugierig aus dem Loch im Stamm und keckerte: »Hallo Eduard, weißt du schon das Neueste? Sie ist angekommen.« »Weiß ich längst«, erwiderte Eduard.
Habe gerade energisch darauf bestanden, dass sie in meinen eigenen Stall zieht und dort wohnt, solange sie hier ist. Der Jammer ist nur ausgerechnet, jetzt habe ich einen Ausschlag auf meinem Bauch entdeckt. Tatsächlich hatte er sich an einem Stein gerubbelt, bis sich seine Haut etwas gerötet hatte. Ich fühle mich grässlich, schwach und elend. Naja, wahrscheinlich nur was Lebensgefährliches, so wie Masern oder Keuchhusten. Hoffentlich habe ich sie schon nicht schon angesteckt. Wusch, sagte Titi. Dann solltest du aber schleunigst ins Bett gehen, Eduard. Und ohne weitere Umstände sprang er in großen Sätzen davon, um allen vom armen, kranken Eduard zu berichten. Derselbe marschierte unterdessen zu seiner neuen Bleibe, legte sich hin und versuchte, so krank wie möglich auszusehen. Er döste ein bisschen und als er aufwachte, sah er Begonia in der Tür stehen. Komm mir nicht zu nah, murmelte er schwach. Du könntest dich anstecken. Unfug, erwiderte Begonia. Masern habe ich schon gehabt und Mumps und Keuchhusten auch. Du brauchst jetzt nichts als einen tüchtigen Schluck Medizin. Medizin, quiekte Eduard. Ganz recht, und hier haben wir sie schon, verkündete Begonia streng. Ich will aber nicht, jammerte Eduard, aber es war schon zu spät. Ein gewaltiger Löffel stach ihm schon in die Schnauze und ekelhaft riechende Medizin rann ihm in die Kehle. Na, siehst du wohl, sagte Begonia und klopfte dem hustenden Eduard auf den Rücken. Das klingt doch schon sehr viel besser. Unterdessen habe ich auch mit deinem Bauer Scheffel gesprochen. Er hat mich gebeten, dass ich dich selber pflege, und wenn es länger als 3 Wochen dauern sollte, dann bleibe ich so lange, bis du wieder richtig auf den Beinen bist. Eduard rollte seine Augen zum löchrigen Dach seines neuen Hauses empor. Jetzt begann er sich wirklich krank und elend zu fühlen. Dabei war das erst der Anfang von den längsten 3 Wochen seines Lebens. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.